Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das wir über eine Questreihe erhalten können. Und zwar habe ich die letzte Quest hier auch schon angenommen. Die schimpft sich Glückliche kleine Zufälle. Für diese Quest müssen wir einfach nur mit einem NPC sprechen und dann ja, ein paar kleine Dialoge quasi absolvieren. Und dann kriegen wir auch schon unser Toy. Die Questreihe ist natürlich leider ein bisschen länger und wo wir jetzt für die letzte Quest sind, zeige ich euch, beziehungsweise ich zeige euch auch, wo die Questreihe startet. Wir befinden uns einmal hier ganz unten auf so einer kleinen Insel, immer zu blauen Gebirge, und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 853 und dort haben wir die letzte Quest, die ich irgendwie beim Questen übersehen hatte. Die schimpft sich Glückliche kleine Zufälle und hier kriegen wir einmal die Staffelei des Künstlers. Das Ganze soll mit einer Quest starten, und zwar habe ich das auf WoW Head mal rausgesucht. Und die heißt einmal die Freuden der Malerei. Und das ist eine Quest, die startet hier oben bei Rauphorus oder so ähnlich. Und der hockt in so einem relativ hohen Turm, also genau hier auf den Koordinaten 22, 36 ist ein Turm. Und oben drauf hockt dieser Dude. Ihr müsst vorher die Kampagne hier gespielt haben, sonst kriegt ihr das nicht. Dann hat er nämlich keine Quest. Sobald ihr diese Quest hier habt, müsst ihr nämlich einmal wieder zurück ins Lager, hier oder das erste Mal dahin, wo ich mich jetzt befinde. Und dort gibt es dann ein paar Quests, die ihr absolvieren müsst. Und zwar unter anderem, ich kann es jetzt hier mal zeigen, gibt es Quests, dass man in Dungeons rein muss. Also hier müssen wir einmal in vier verschiedene Dungeons rein, davor müssen wir nochmal in drei Dungeons rein. Ihr müsst so gut wie jedes Dungeon einmal besuchen, was es hier in Dragonflight gibt. Und dort immer ein Gemälde besorgen. Also das ist ein bisschen eine aufwendigere Questreihe. Ihr solltet da vielleicht ein bisschen gucken, dass ihr das Ganze vielleicht schon beim Leveln von einem Char macht und die mitzunehmen, weil das Ganze könnt ihr auch im Normal machen oder ihr paste halt kurz mit eurem Main da durch, es bleibt sich relativ gleich. Genau, heißt ein paar Dungeons müssen wir machen, oben bei dem Typen im Turm die Questreihe annehmen, dann kriegt ihr relativ schnell diese Dungeon-Quests und ganz am Ende gibt es dann einmal die Staffelei des Künstlers. Die werden wir uns jetzt angucken, wenn man dann nämlich bei ihm hier oben die Quest angenommen hat, muss man einmal runter, hat ein paar Dialoge und dann können wir das hier unten abgeben. Das hier, der Rauvorius, oder wie der heißt, das ist der Typ, den ihr im Turm findet. Und hier haben wir den einen Questgeber, der dann oben steht und die haben hier halt eine kleine Konversation. So, das geben wir jetzt ab und schauen uns dann einmal das Toy an. Da gibt es auch ein bisschen Ruf für die Tuska. Nice to have, gut, das brauche ich jetzt persönlich nicht mehr, aber gut, nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir mit der Staffelei machen können. Und zwar, wo haben wir sie denn? Staffelei des Künstlers. Und was macht das? Lasst euch inspirieren. Okay, lassen wir uns mal inspirieren. Also wir malen wahrscheinlich jetzt was. Ah. Perfekt. Was haben wir jetzt da für ein Outfit an? Ja, das ist ja ein nices Toy. Wird ja eine komplette Szene hier quasi aufgebaut. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Habt ihr das gesehen? Wir haben hier komplettes Malerset aufgebaut und ein Bild mit Wasserfall gemalt. Outfit haben wir auch ein neues gekriegt. Das ist mal ein aufwendigeres Toy. Kommt da immer dasselbe raus? Jetzt probieren wir das mal nochmal aus. Hier, da haben wir wieder unser unsere komplette Ausrüstung. Schauen wir mal, ob nochmal dasselbe Bild kommt oder ob da noch was anderes gibt. Ne, da kommt immer dasselbe Bild. Okay, also da haben sie jetzt nicht 10 verschiedene Bilder gemacht. Aber macht schon was her, tatsächlich. Hat sich Blizzard mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und ja, das war's mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann haben wir wieder ein nettes Toy mehr in der Sammlung. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.